Wir setzen fort mit dem Tagesordnungspunkt 26 der Smart City Strategie. Und da haben wir ein paar wenige Wortmeldungen, die avisiert sind. Ich würde jetzt mal in die Fraktionsrunde einsteigen, weil ich hoffe, dass wir vielleicht mit weniger durchkommen. Herr Lommel und dann Frau Hanser. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer am Livestream. Wir verhandeln hier eine Vorlage der Landeshauptstadt Dresden, Smart City, mit einem Umfang von insgesamt 19 Millionen, wobei hieraus 12 Millionen der Steuerzahler aus dem Bund dazu zahlt. Die Vorlage ist insoweit interessant, als das Smart City sozusagen eine Fortschreibung ist. Das heißt, das gibt es schon in 5 Projekten. Das heißt, da hat man schon so ein paar die ersten Erfahrungen, was denn mit dem Geld so geschieht. Da geht es hier um Open Data für Bürger, Klimastrategie, Erhaltungsmanagement, Verkehrsmanagementsystem, Umweltmonitoring und Beteiligungskonzept Bürgerlabor. Um das ein bisschen so zu verstehen, sind solche Sachen wie Umbau von Innenhöfen über EDV. Man kann sich da einklinken. Da sind also auf gut Deutsch einige Sachen dabei, die sehr, sehr gut sind, Sachen, die sehr viel Luxus sind. Und es gibt auch Sachen, wo man sich fragt, was bringt es? Ich habe dazu eine Anfrage an die Stadtverwaltung getan. Und ich habe dort, muss ich lobenswerter mal sagen, eine sehr ausführliche, gute Antwort bekommen, sodass man sich mal ein Bild davon machen kann, was so in der Vergangenheit alles passiert ist. Das ist zunächst mal eine Klima-App, die da entstanden ist. Den Mehrwert konnte die Verwaltung zumindest mir nicht klar machen, ob das tatsächlich dann durch das App das Klima besser wird. Dann geht es weiter. Dann ging es dann um die Verdichtung des Wasserstandes. Das hat sich sehr interessant angehört. Aber da habe ich auch dran gedacht, es geht hier um Wasserrückhalte, Becken und ähnliche Sachen. Und da habe ich an unsere liebe Stadtentwässerung gedacht und an auch den Anteilseigner Gelsenwasser, also Aktionär. Und könnte sein, dass man den hier ein bisschen schonen wollte. Also da könnte man auch auf die Idee kommen, dass diese Angelegenheiten, die da sehr interessant beschrieben waren, auch dadurch etwas mehr vorangeschrieben werden kann, denn da ist eine hohe Kompetenz diesbezüglich. Ja, dann eine dritte Sache war eine Gestaltung. Ich habe es gerade gesagt, Innenhof in Prohlis soll schön gestaltet werden. Das Problem war, also in den Häusern, wie das dann stattfinden konnte, so ganz war das nicht erkennbar. Der Wille war sehr lobenswert. Und letztlich war dann so eine sehr interessante Sache, die aber leider eingestellt worden ist, Verkehrssysteme. Da ging es darum, den Verkehr zügiger zu machen und ähnliche Sachen. Wäre ein sehr interessantes Projekt für Herrn Kühn gewesen, um da ein bisschen bei den Autos und bei den Fahrradfahrern wieder anzusteigen, wie durch flüssigeren Verkehr. Wurde dann durch ein anderes Projekt eingestampft, schlichtweg hat man gesagt, das wird woanders schon gemacht und wäre dort besser gewesen. Also gut, hat auch Geld gekostet. Das Geld war also weg. Und das letzte Projekt, was dann mir beschrieben worden ist, war ein Wärmenetzsystem, wo man ein bisschen experimentieren wollte, wie man dann so ein Ladenlokal und Häuser und ähnliche Sachen dort ein Stück weit besser kühlen kann. Hat sich alles interessant angehört, aber da bin ich auch der Auffassung, das könnte die Wirtschaft auch machen. Und wenn ich das dann alles sehe, dann habe ich gefragt, was würde dann passieren, wenn wir von diesem gewaltigen Projekt zurücktreten? Denn das hat etwas damit zu tun, dass Geld knapp wird. Ich sprach ja eingangs davon, 19 Millionen, 12 Millionen, 7 Millionen. Ja, das wäre ja ganz schlimm. Wir hätten einen erheblichen Imageschaden dann, weil wir uns ja beworben haben darüber, wir müssen es dann auch zurückzahlen. Na ja, jetzt haben wir noch die Möglichkeit, darüber zu entscheiden, ob wir uns wieder für weitere 7 Millionen verpflichten. So. Und wenn ich höre Image-Schaden, dann denke ich immer, es hat was mit Ego zu tun. Und Ego ist immer teuer.
Wenn jetzt die Antwort von der Verwaltung gewesen wäre, das hat denen den Nachteil für den Bürger oder das hat denen den Vorteil, dann wäre mir das um einiges lieber gewesen. Das stand da aber auch nicht so ganz drin. Also sprich, das, was für den Bürger letztendlich rauskommt, kam in dieser Vorlage nicht gut raus. So, also zusammengefasst, die Vorlage hat aus meiner Seite gute Seiten, sie hat mittelgute Luxusseiten, das hat aber leider sehr viel Geldvernichtung mit zu tun. Und wir haben zurzeit eine Situation, wo ich sage, da bin ich sehr kritisch, wenn wir uns mit dem Stadtrat für die in die Zukunft liegenden Sachen immer mehr verpflichten. Also das heißt, für jedes dieser Projekte, die ja über Jahre stattfindet, reduzieren wir unsere Möglichkeit, wie zum Beispiel heute die Diskussion über Schwimmbäder, aber auch viele andere Sachen, da was zu tun. Und das ist auch die Kritik der Bürger, dass eben die Politik immer mehr Zwänge hat durch übergeordnete Töpfe, durch übergeordnete Institutionen. Und ich kann das eigentlich nur dann auch nur unterstützen, wenn das wirklich klipp und klar ist. Und deswegen werden wir es ablehnen. Allerdings bitte ich auch darum, diese differenzierte Haltung wahrzunehmen. Vielen Dank. So, die Frau Hanser sieht jetzt nach Herrn Wirz aus. Dann bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, lieber Stadtrat, Frau Hanser ist leider verhindert. Ich werde Sie vertreten und werde die Haltung der Linken hier zu dieser Smart City Initiative vortragen. Wir haben uns, oder auch ich oder auch die Frau Hanser, wir haben uns sehr intensiv damit beschäftigt, erstmal schon die Frage, dass hier bei diesen Smart-City-Vorlagen, die ab und an durch den Stadtrat kommen, immer im Prinzip zweistellige Millionen über die Beträge über die Planke gehen. Es ist dabei hier gerade in dieser Vorlage der erste Kritikpunkt, dass es keine Strategie ablesbar ist, sondern im Prinzip lauter Insellösungen hier reingepackt werden, die eigentlich wenig miteinander zu tun haben. Insbesondere im Ausführlichen, ich hoffe, Sie haben das gelesen, in der ausführlichen Beschreibung werden schon gewaltige Probleme deutlich. Digitalisierung hat nicht nur Sonnenseiten, sie hat auch extreme Schattenseiten. Und ein Einwand oder der entscheidendste Einwand ist eigentlich hier, dass hier ein sehr patriarchaler, autoritärer und auch indoktrinierender Ansatz deutlich wird, der mit einem Verständnis vom mündlichen Bürger in einer offenen Gesellschaft nicht mehr vereinbar ist. Es wird auf Nudging-Konzepte, auf Gamifizierung und anderes zurückgegriffen. Also in der Klima-App wird im Prinzip ganz entschieden, es gibt also eine wissende Elite in der Verwaltung und die muss die komplexen Zusammenhänge der Bevölkerung erklären und nudgen, dass die Bevölkerung sich danach verhält. Das ist eigentlich grenzüberschreitend und übergriffig. Es steht wortwörtlich so drin. Dabei wird auch nicht so ganz klar, was diese Apps dann eigentlich leisten sollen. Gerade dieses Übersetzen fachlich hochkomplexer Prozesse gelingt in der Beschreibung der Maßnahmen nicht, weil sie eine Aneinanderreihung von im Prinzip Modephrasen sind. Also dann kommt Smart vor und Gamifizierung, Nudging und so weiter. Gucken Sie sich es an. Es wird im Prinzip, es ist nicht transparent, was diese Apps eigentlich tun. Am Ende ist es so, ja, es zerfällt in eine Sportpark-App, die Nutzung zur Sportanlagen erleichtern soll, eine multimodale App, die Verkehrs-App, eine Klima-App, die zu nachhaltigen Verhalten anhalten sollen, dann ein strategisches Erhaltungsmanagement für Straßenverkehrsanlagen mit dynamischer Systemkalibrierung. Das sind also im Prinzip dann die Namen, die sich hier in der Verwaltung anschauen. Dann eine digitale Starkregen-App. Ich warte dann drauf, dass die Sportpark-App mir sagt, ich soll mich bewegen, die multimodale Verkehrs-App mir sagt, ich soll das mit dem Fahrrad hinfahren, die Klima-App mir sagt, es ist zu warm, die strategische Erhaltungsmanagement für Straßenverkehrsanlagen mit dynamischer Systemstabilisierung, Kalibrierung-App mir sagt, dass die Schlaglöcher zu groß sind. Und die digitale Starkregen-App mir dann sagt, und es soll wirklich gemessen werden, wie groß die Regentropfen sind. Die Frage ist, 16 Millionen Euro, brauchen wir das? Wir sehen hier eigentlich den Nutzen nicht. Wir sehen hier eine gewaltige Datensammelwut, die unsystematisch ist. Wir sehen, auch das ist ein Fachbegriff, der herkommt, den sogenannten digitalen Zwilling. Und wir müssen uns hier mal kritisch unterhalten,
ab wann wir eigentlich bereit sind oder ob wir bereit sind, den digitalen Zwilling jeden einzelnen Bürgers und jeder einzelnen Bürgerin irgendwann in der Verwaltung zu sehen. Es ist also eine sehr positivistische und technikpositivistische Einstellung. Ich kann nur sagen, wir laufen unter Umständen auch in die digitale Blindheit hinein. Und gerade auch, was den Schutz vor Starkregen und vor Katastrophen betrifft, vor Wetterunbillen, kann ich nur warnen. Das ist in der Tat passiert. In einer sehr stark digitalisierten Abwasseranlage bereitete sich das Personal auf ein Starkregenereignis vor. Das muss man sich vorstellen, das ist wie auf einem Flughafen mit ganz vielen Monitoren, wo geguckt wird, wo kommt das Wasser her, wo geht es hin. Und das Erste, was bei diesem Unwetter passierte, war, dass ein Blitz in die Kläranlage einschlug und alle Monitore schwarz waren. Alle Sensoren waren gelähmt und die Schaltwarte hatte keinerlei Übersicht mehr. Was tun in dieser Situation, dass die Abwasseranlage nicht überflutet wird? Es gab zum Glück noch ein paar alte Warte, die wussten, welche Rädchen man manuell auf- und zudrehen musste, um eine Katastrophe zu verhindern. Also laufen wir nicht in die digitale Blindheit hinein, bleiben wir kritisch und überlegen wir, wofür wir unser Geld ausgeben. Es ist auch meines Erachtens nicht unbedingt sinnvoll, dass wir uns in Zukunft digital wissen, wo die Schlaglöcher sind. Das hat schon der Professor Köttnitz vor 10 Jahren mal gesagt, dass wir das jetzt mit einem Fahrzeug scannen können. Im Prinzip läuft es darauf hinaus, dass wir weiter Straßen nicht bauen, die Oberflächen löchrig bleiben, aber wir können das in Zukunft voll digital smart verwalten. Das ist es uns nicht wert. Vielen Dank. So, wird darüber hinaus das Wort gewünscht? Das scheint nicht der Fall zu sein. Ach doch, Herr Lichthiebel. Dann, sorry. Los geht's. Nein, genau. Machen Sie. Darf ich? Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich habe mich jetzt spontan gemeldet nach dem Beitrag von Herrn Wirz. Und er hat nämlich gerade etwas sehr Mutiges getan, was ich sehr bemerkenswert finde. Er hat nämlich, sage ich mal, diese allgemeine Digitalisierungswelle, die ja sozusagen nach dem Motto verläuft, Deutschland ist ein Digitalisierungsentwicklungsland und das ist böse und da müssen wir ganz schnell irgendwie dort aufbauen. Ich gebe gerne zu, als ich mal vor 20 Jahren mal angefangen habe, mich mit Innenpolitik zu befassen, da war eigentlich für uns klar, dass, sage ich mal, jede Datensammelwut, jede Sammlung von Daten, so unter anderem auch das Bundesverfassungsgericht in seinem berühmten Urteil von 1983, Volksabstimmungsurteil, gefahrengeneigt ist. Weil überall, wo ich Daten hinstelle als Honigtopf, gibt es viele Leute, die wollen gerne auf diese Daten zugreifen. Und es ist natürlich so, dass uns immer versprochen wird, dass das notwendig ist, weil dann das Leben besser und einfacher und sonst was wird. Und wir haben uns daran gewöhnt, dass das so ist. Dass es gefährlich ist, zeigt auch eine alte Geschichte, die viele schon vergessen haben, die Autobahnmaut. Ja, als dann mal auf der Autobahn die digitalen Erfassungsgeräte aufgebaut wurden, da wurde gesagt, naja, das ist streng zweckgebunden nur zur Abrechnung der Maut. Mittlerweile ist es völlig klar, dass natürlich zu Strafverfolgungszwecken, natürlich zunächst erst zur Verfolgung ganz, ganz schwerer Taten, mittlerweile ist es ganz abgesenkt, auf diese Daten zugegriffen wird. Es ist einfach so, dass dort, wo Daten gesammelt werden, auch der Missbrauch nicht weit ist. So ist es. Das ist die Erfahrung. Aber wir haben in den letzten 5 oder 10 Jahren haben wir gelernt, da sage ich mal, weil wir ja nicht als ewig restrig, als unmodern, als sonst wie gelten wollten, zu sagen, naja, Digitalisierung muss ja sein, muss ja sein, muss ja sein. Das ist ein ganz schwieriger Weg. Jetzt sage ich nicht, dass man die Digitalisierung nicht machen sollte, aber es ist natürlich so, dass wir in den letzten 10 Jahren verlernt haben, die Gefahren dort zu sehen. Also ich gebe auch zu, ich war früher mal der Meinung, allein die Digitalisierung, also dass alle auch Geschäfte des täglichen Lebens, also um mein ganz normales tägliches Leben zu bewältigen, ich eigentlich nur noch digital etwas machen kann, das ist eigentlich gilt heute als normal. Ich finde, das ist freiheitseinschränkend und freiheitsgefährdend. Es muss aus meiner Sicht, so haben wir jedenfalls früher dazu gesagt, vor 10, 15 Jahren, die analoge Alternative geben.
Das heißt, es muss auch sein, ich meine, wir hatten hier das Beispiel, wie war das mit den Bürgerämtern, dann waren dann die Pässe nur noch, sage ich mal, digital beantragbar und so weiter. Und die armen alten Menschen oder die, die digital das nicht können, die waren halt dann nicht so wichtig, da kriegen dann eine Assistenz oder irgendwie, also die waren dann halt nicht mehr so richtig up to date. Von daher finde ich die Debatte, die der Herr Würz jetzt gerade aufgemacht hat, sehr mutig. Wahrscheinlich wird sie hier erfolglos verhallen, weil wir uns alle daran gewöhnt haben, digital ist gut, also Hand hoch, zudem kriegen wir Gelder. Aber ich sage auch dann, Herr Würz, ich glaube, man muss diese Debatte grundhafter, grundsätzlich von einer freiheitlichen Position, von einer Vorstellung der Freiheit des Menschen in der Gesellschaft her aus führen. Das haben Sie, glaube ich, versucht. Ich bin Ihnen dankbar, ich weiß aber nicht, wie wir damit umgehen sollen jetzt konkret, weil letztendlich sind wir als Landeshauptstadt ja nicht in der Lage, diese Dinge zu regeln. Das macht der Bundesgesetzgeber oder der Landesgesetzgeber. Also ich frage Sie jetzt einfach mal sehr gut, aber wie gehen wir das denn tatsächlich an? Die Stadt hat, glaube ich, einen Datenschutzbeauftragten. Vielleicht liegt es an mir, ich habe noch nie was von dem gehört oder irgendwas wahrgenommen, was er getan hat oder nicht getan hat. Also wir haben hier, glaube ich, ein Riesendefizit und in diesem Sinne verstehe ich Ihre vehemente Rede und begrüße Sie, bleibe aber etwas ratlos zurück, stimme Ihnen aber zu, dass wir uns eigentlich damit auch als Dresdner, als kleiner Dresdner Stadtrat, der dafür eigentlich nicht zuständig ist, beschäftigen müssten. Vielen Dank. So, das führt zur weiteren Wortmeldung. Zunächst Herr Genschmer, dann Herr Karten. Herr Oberbürgermeister, ich mache es gleich von hier ganz kurz. Ich musste auf das reagieren, was Herr Lichti gesagt hat. Also unsere Fraktion sieht die Sache auch kritisch und wir werden zwischen teilweise Ablehnung und Enthaltung tendieren. Aber Herr Lichti, ich habe Ihre Kritik an Datenaufkommen nie gehört, wo es um die Corona-App ging. Herr Karten. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, nachdem ja doch hier ein bisschen Wasser in den Wein gegossen wurde, denke ich, macht es noch mal Sinn, auch eine Gegenposition darzustellen. Und vielleicht vergegenwärtigen wir uns noch mal, was steht eigentlich hinter diesem Begriff Smart City? Wird ja häufig benutzt, aber was heißt das eigentlich? Im Grunde ist das ein Sammelbegriff für Projekte, bei denen es um Digitalisierung geht, wo es aber auch um die grünere Stadt geht, die modernere Stadt, die effizientere Stadt. Und was die Stadtverwaltung uns hier vorschlägt, sind einige konkrete Projekte, wo, ich sag mal, werkstattartig Dinge neu ausprobiert werden sollen. Und es ist doch gut. Und dass das nötig ist, brauchen Sie mal auf dresden.de schauen. Da wollen Sie einen Lagerfeuerplatz aktuell buchen. Das können Sie ja immerhin schon mal mit einem Online-Formular machen. Aber wo bleibt das Payment? Sie dürfen sich das dann ausdrucken und dann können Sie zu den Öffnungszeiten auf die Stadtkasse gehen und dann können Sie die 10 Euro bezahlen. Das will ich aber 24/7 machen, funktioniert aber nicht. Das will ich mit einer Kreditkarte machen, funktioniert nicht. Das ist einfach nicht integriert und ich finde, wenn diese Smart City-Projekte dazu dienen, die Stadtverwaltung in die richtige Richtung anzuregen, es zu tun, macht es aus meiner Sicht Sinn. Und bei dem, was hier gesagt wurde, wundere ich mich schon. Sie sind doch auch, Herr Lichti, eigentlich einer so für Open Data. Das ist ein konkretes Projekt, um das es hier geht. Und die Sportfans werden sicherlich nicht böse sein, wenn sie für unseren Sportpark im Ostra-Gehege eine vernünftige App haben, wo man verschiedene Services buchen kann, ist doch eine gute Sache. Oder im Klinikum Friedrichstadt sich mit einem smarten Energiemodell zu befassen, halte ich prinzipiell für sinnvoll. Was man natürlich machen sollte, und da bin ich auch ganz bei Ihnen, dass wir uns nach diesen Projekten mal erläutern lassen, was hat es gebracht? Was hat es gekostet? Was hat es gebracht? Was ist der Nutzen? Was können wir davon lernen? Und was ist vielleicht dann auch insgesamt nachnutzbar? Deshalb teile ich Ihre Skepsis so nicht. Ich fand Sie ja sogar fast ein bisschen ängstlich, Herr Lichti. Also ich will mich jetzt nicht hinreißen lassen, Ihre Rede eine Angsthasenrede zu nennen, aber es kam mir schon so ein bisschen vor, dass Sie Angst vor Digitalisierung haben. Insofern würde ich mir wünschen, dass wir auch das, was der Vorredner gesagt hat,
aufgreifen, uns vielleicht auch generell hier im Rat mehr über den Nutzen von Digitalisierung unterhalten und am Ende auch unseren Weg finden. Und da finde ich, sind diese Projekte, die jetzt hier auf den Weg gebracht werden sollen, zum großen Teil mit Fördermitteln finanziert, wo ich denke, dass es gut ist, wenn die Stadt auch bei solchen Projekten mitmacht, dass wir die jetzt anschieben und dann entsprechend umsetzen, aber natürlich auch gern mit der Lernkurve, die ich mir bei der Durchführung dieser Projekte wünsche. Vielen Dank. So, das bringt einen weiteren Redner, Herrn Mattes. Und dann Herr Spiel. Ja, ich würde es gleich mal von hier hinten versuchen. Ich möchte Herrn Würz und Herrn Lichti ausdrücklich Recht geben und Herrn Kaden vorsichtig zumindest ansatzweise widersprechen. Ich bin kein Digitalisierungsgegner und trotzdem halte ich die Datenschutzbedenken für berechtigt. Und bloß mal für die Öffentlichkeit war das, ich glaube, wenn man hier nur von Smart City spricht, nicht durchkommt. Wir reden hier nicht um kommunale Pflichtaufgaben. Und an der Digitalisierung des Gesundheitsamtes würde sich durch diese Smart City-Strategie nichts verbessern. Es gibt keine Fördermittel für die Aufgaben, die die Städte, wo dringend bei der Digitalisierung Nachholbedarf war, wie wir gemerkt haben in den letzten Jahren, sondern hier werden andere Dinge angeschoben, die eher so im Bereich des, naja, wir probieren mal was Nettes aus. Und ich sage ganz ehrlich, ich finde es auch ein bisschen seltsam, dass wir Geld ausgeben für eine App, deren Zweck es ist, das wurde uns im Ausschuss erklärt, dass sich Leute in ihrer Arbeitspause, also in der Mittagspause oder Frühstückspause, zum Sport verabreden können mit einer App. Also die Verabredung zum Pausensport sozusagen fördern wir hier mit einem Millionenprogramm über eine Smart City Strategie. Und da kann man sich wirklich fragen, ob diese Datensammlung an dieser Stelle wirklich zielführend und notwendig ist. Herr Schmählich. Ja, Herr Oberbürgermeister, ich mache es auch gleich mal von hier aus. Offensichtlich haben wir ja in dieser Frage eine sehr heterogene Meinung in diesem Stadtrat. Ja, selbst in unserer eigenen Fraktion haben wir die. Ich möchte aber dann doch mal diese drei unterschiedlichen Positionen noch mal versuchen, auseinanderzuklamüsern. Herr Mattes Position ist eigentlich die, ist eine freiwillige Aufgabe, brauchen wir einfach gar nicht. Die grundsätzlichen Bedenken, die von Herrn Würz hier formuliert wurden, sind Bedenken, die immer dann auch berechtigt sind, wenn einzelne Menschen etwas über sich preisgeben. Und da ist es richtig, was auch Herr Lichti gesagt hat, dass wir vorsichtig sind und dass wir nicht über alles, über allem quasi Digitalisierung ist gut, auch unsere kritische Haltung diesem Datensammeln gegenüber nicht einstellen. Aber, und so habe ich die Diskussion über dieses Smart City Konzept verstanden und so ist es mir auch erläutert worden auf entsprechenden Nachfragen, dass es hier doch im Wesentlichen darum geht, nicht den Menschen smart zu machen, sondern die City smart zu machen. Und jeder, der mal in einer anderen Stadt war, die schon ein bisschen weiter ist als Dresden, was die Digitalisierung von Informationen angeht. Ich hatte gerade das Vergnügen, in Paris einige Tage zu verbringen. Paris ist sehr digital auf dem Gebiet und ich habe es genossen, dass ich in einer Smart City mich bewegen konnte, wo ich doch relativ schnell und relativ gut und auch relativ einfach über mein Handy oder über andere Mittel an die Informationen herangekommen sind. Sodass ich es für falsch halten würde, wenn wir jetzt hier als Bremser der Nation auftreten würden. Ich würde darum bitten, dass wir die einzelnen Maßnahmen sehr kritisch begleiten und beobachten, inwieweit sozusagen der einzelne Mensch Daten von sich preisgeben muss oder preisgeben kann und andere es missbrauchen können. Da würde ich auch zur größten Vorsicht warnen, aber ich würde nicht dieses Projekt insgesamt stoppen wollen. Herr Würz nochmal. Ich will noch mal kurz auf meine Vorredner eingehen. Ich kann wirklich nur allen empfehlen, mal das ausführliche Exposé, die 55 Seiten auszugsweise zu lesen und sich diesen paternalistischen, autoritären Ton. Also da ist eine Verwaltung, die weiß Bescheid und da ist der Bürger, der weiß nicht Bescheid.
Das ist der Punkt. Der mündige Bürger, im Prinzip, der unbewusst an seinem Unbewussten genatscht werden soll. Nudging ist ja ein Manipulationskonzept. Es wird teilweise positiv konnotiert, es kommt aus der Wirtschaftswissenschaft, aber ich glaube, es ist unserer offenen Gesellschaft nicht würdig, Menschen bei ihrem Unbewussten zu packen, sondern die Karten müssen auf den Tisch und die Menschen sollen dazu angehalten werden, sich bewusst zu verhalten, nicht unbewusst. Das ist eigentlich der Punkt. Dass Datenschutz gewährleistet wird, Datensparsamkeit, diese Dinge, die auch in den 80er Jahren eine viel größere Rolle spielten, weil die Leute viel sensibler waren als heute, wo im Prinzip jeder, der unachtsam ist mit seinen digitalen Geräten, eine riesengroße Spur von sich preisgibt und sich damit auch im Prinzip ausbeuten lässt, datenmäßig. Davon gehe ich mal aus, das setze ich mal voraus. Aber was mich erschüttert hat, ist dieser, wie man sagt, paternalistische Ton in diesem Exposé. Und darüber müssen wir reden in Zukunft. Vielen Dank. So, wir haben die Rednerliste erstmal abgearbeitet, dann kämen wir zur Abstimmung. Da ist der federführende Ausschussbericht vorliegend und wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Ja-Stimmen, 25 Nein-Stimmen, 10 Enthaltungen, damit so beschlossen. Wir machen weiter im Tagesordnungspunkt.